Du, DJ Sabathon, bla bla bla. Angriff vom Mars. Kann in Such der. Ah, perfekt. Mod. Eins mit dem Universum. Okay. Zerbrochener Helm. Wir kriegen ja einiges. Und eine Kassette. Naja, komm, gehen wir in die nächste Runde. Alter, wie viel kriegen wir? Ich will doch nur in die nächste Runde. Tokyo Machine Remix. Holy shit. Wir kriegen einiges. Alter. Jetzt reiß langsam. Dankeschön. Auf zur nächsten Runde. Last night, a sabotage at Club Planetarium has resulted in an unexpected change of leadership. The authorities have identified the group behind the interference as Bunkbed Junction, an indie rock duo. The band was led by a guitarist who goes by the name of Mayday, followed by her drumming accomplice, Zook. Sources say they hijacked DJ Subatomic Supernova's concert close to midnight, which subsequently led to NSR's first district loss in years. However, Tatiana reassures everyone that the launch of the new NSR satellite, supervised by DJ Subatomic Supernova, went smoothly despite the takeover. The loss of the Karstek district is but a minor setback to NSR. Our launch was deemed a success. The NSR satellite is set to reach its course in orbit soon, which will mark a major milestone for us in... Alter. Great. You owe me a TV, mate. Those NSR buffoons! We managed to defeat an artist of theirs, but somehow they still win. Did you have to punch the TV, though? We ain't got money to spend on another one. Listen to me, Zook. Our revolution is set on a long and difficult path, so sacrifices must be made for the greater good. No TV is going to... Oh, hey, I got a text message. Zook! Zook! I think we just got our first fan. Say what now? His name is Cliff, and he has a lot of nice things to say about us. Listen to this. Your exceptional skills at playing your instruments while simultaneously entertaining the crowd is absolutely astounding. Why are you making that accent? He says he wants to arrange a meeting tonight. Isn't that exciting, Zook? Our first fan meetup. Yeah, that's nice. But right now, we need to figure out our next plan of action. Like how to defeat NSR. He says he knows how to defeat NSR. Oh, he did? Zook. This guy is our biggest fan, ATM. I propose we see what he has to say. We have nothing to lose, right? Well, yeah, sure. Why not? Awesome! Let me just reply. And send. So, how did he get your number? I don't know. Das ist eine Falle. Okay, Cliff says to find him at Festival Plaza. All right, let's go see what this guy is about. Jetzt bin ich gespannt. Das hört sich immer für mich an wie so eine Falle. Wende dich hier nach einem erfolgreichen Kapern zurück. Im Zuge deines Vorschritts werden weitere Räume freigeschaltet, in denen du dich auf deinen nächsten Auftritt vorbereiten kannst. Okay, Dekoration. So, packen wir einfach das da rein. Arcade. Was ist das? Ah, was zum Zocken. Nee, will ich nicht. Nee. Sieht nett aus, aber will ich nicht. So. Na dann. Karte Kanalisation. Dann. Ja, die Kanalisation verlassen. Die haben aber eine interessante Basis, nenne ich jetzt mal. Eine sehr interessante Basis. Gigi, cooler Typ. Hey, you rockstars. I saw the audition. You put out some great vibes. Can't believe you got disqualified. Neither can I. We obviously rocked it. Come, sit down for a drink or two. My treat. Oh, cool. Thanks for the offer. But we've got some place to go. Another time then, rockstars. Aw. Ja, cool. Ja, aber was? Nehmen wir mal mit. Oh, wir brauchen 50 davon. Gut zu wissen. Oh, was ist das? Eine Kiste? In Vinyl City ist der Strom ausgefallen und NSR unternimmt nichts. Zahlreiche Geräte in der Stadt sind betroffen und benötigt ausreichend Energie, um zu funktionieren. Du kannst den Menschen in Vinyl City helfen, indem du diese
diese Geräte mit Strom versorgst, mit Hilfe von Energiequellen, die Mini-Quasars genannt werden. Sie sind in ganz Verne City und in Konzertan verteilt. Sammle Mini-Quasars und versorge Geräte mit Energie und gewinne dabei ein paar Fans dazu. Versorgst du ein ganz Viertel mit Energie, wählen dir eine große Belohnung. Ah, okay, ich verstehe. Nahkampfschaden, nice. Ah, das können wir kleben auf die Sachen. Gut zu wissen. Dann schauen wir mal. Hier ist eine Sackgasse wahrscheinlich. Ja, nicht genug. Okay, dann laufen wir mal hier lang. Aber es ist so gut gemacht. Ich hätte schon länger das Spiel in meiner Bibliothek, ne? Aber jetzt einfach go. Zocken wir das halt. Da ist eine Sackgasse. Oh. Erstmal hier die Sachen mitgehen lassen, bevor wir es vergessen, ne? Sehr schön. Sehen wir noch was? Ja, guck mal, wir sehen hier auch was. Wer ist das denn überhaupt? Das ist eine Meerjungfrau. So, okay, dann gehen wir mal kurz hier in die Sackgasse. Warte, da können wir auch hoch. Ist hier was versteckt? Na, komm schon, kann Such auf dein Instrument geklebt werden. Okay. Gut zu wissen. So, da ist auch was. Guck mal. C. Aha. Alte Bordkiste. Das ist eine alte Bordkiste eines Promoters. Das Schlosscamp. Also wird das, was auch sich immer daran befinden mag, wohl immer für drin bleiben. Kann man sich kaputt machen? Anscheinend nicht. Wir haben schon 10. Sehr gut. Da pfeift uns jemand hinterher. So, wir sparen erstmal. Wir geben noch nichts aus. Und wir gucken mal, wie es hier lang geht. Hier ist nichts außer, ne, die Sachen, die wir jetzt mitnehmen. Oh, guck mal, wie viel. Wir kriegen 3, ne? Genau. 3 von diesen, ich nenne sie mal jetzt mal Energiequellen. Upp. Und hier noch die hier mitgehen lassen. Sehr gut. Sehr gut. Oh, warte. Level 3. Keine Ahnung. Kann ich nicht drücken, auch wenn da eine Markierung ist. Naja, egal. So, dann gehen wir in diese Richtung. Und gönnen uns die hier, die ganzen Sachen. Es gibt sehr viele hiervon. Haben wir welche übersehen hier? Da oben. Die nehmen wir jetzt natürlich mal mit, ne? Wenn ich jetzt nur wüsste, wie man da hochkommt. Kann man hier hoch? Ja. Oh fuck, what? Ich bin hier weggedrückt worden. Aber das sieht nach einem riesigen Teil aus. So. Oh fuck. Alter. Nochmal. So, die Hintergrundmusik ist halt. Die ballert wirklich rein. So, perfekt. Und dann? Haben wir's. Wow, 96. Perfekt. Machen wir das später, wenn wir zurückkehren. So. Laufen wir jetzt hier lang. Da wartet auch schon, glaube ich, jemand auf uns. Ich sehe es schon auf der Karte. Nichts vergessen. Siehst du? Guck mal, hier sind die auch schön versteckt. Wir kriegen ja echt sehr viel gerade davon. So. Da. Guck mal, da. Oh, ich habe sogar eins noch übersehen. Hier, sehr schön. Und da ist schon jemand. Da. Nehmen wir das hier noch mit. Okay. Sprechen wir mit dieser Person hier. Hallo, Cliff. Damn! Cliff, Nummer 1 Fan. Mayday in Zook. You're Cliff? Indeed I am. Oh, I almost didn't recognize you. Your photo... Well, never mind. Hello. Glad to finally meet you both in person. A real pleasure. Pleasure's ours, Cliff. I'm a huge fan of Bunkbed Junction. Or you can say, I'm your biggest number one fan. Just wanted to let you two know, your gig with the DJ was beyond cool. I'm all for what you're doing. NSR's wake-up call is long overdue.
right? I knew we weren't the only ones who felt this way. Definitely not. In fact, there is much I'd like to offer in support of your efforts. Speaking of which, didn't you pick up something after defeating DJ Subatomic Supernova? You mean this? Yes, yes, the Platinum Disc. Every NSR artist has one. Having it in possession means you are the new charter for this district, and you have complete control over it. Oh. Go ahead, place the Platinum Disc over there at the dock, then play your music. Okay, jetzt bin ich gespannt. Hier, ne? Platzieren. Drücke Y, um Musik zu machen. Oh. Fast Tech. Whoa. We can do this? Cool stuff. Congratulations. You now own this district. Now all you have to do is hijack the other concerts. Other concerts? In the other districts. By doing so, you can gain the power to control them as well. You want a free Vinyl City from NSR, right? Of course. Then you need to beat the remaining NSR artists and take over their districts. Doing so will significantly weaken NSR's control over the city. Remember, once you've obtained a Platinum Disc, just head towards the next dock. Got it. All right. That's all I have for now. Meet me here again if you require my future assistance. Here? You've done so much for us, Cliff. Come to our secret underground path. Yeah, you're always welcome to hang out with us there. Really now? Don't mind if I do. It's over at the... Don't worry. I know where it is. I'll see you there. Oh, if I smelt. Okay. Isn't this a great start, Zook? We're not alone in this. We have allies now. Ich hab Angst, dass er der Endboss wird, wenn er schon so viel über uns weiß. Du kannst den Besprechraum betreten, gehe dorthin und höre dir Cliffs Besprechung an. Erstmal will ich dick irgendwas an die... Nee. Kann man irgendwie... Besprechraum da. Gehen wir jetzt aber dahin. Plane deine nächsten Schritte zum Umsturz von NSA, indem du dir von Cliff in seinen Raum mehr über die NSA-Künstler erzählen lässt. Okay. Du kannst hier außerdem die zahlreichen Sammelgegenstände ansehen, die du auf deiner Reise angesammelt hast. Sie gewähren dir spannende Einblicke in die NSA-Künstler. Besiege sie und durchstreife die Stadt nach mehr Sammelgegenständen. Sammelgegenstände erstmal. Noch ein... Doch, da. Alte Stimmaufnahme. Okay. Our tiny planetary home is lost somewhere between the immensity and eternity of the galactic ocean. We require an avatar to make ourselves known throughout the universe. What I'm saying is, you're all inconsequential. Only I... Ah, fuck it. Jetzt hab ich keinen Bock, mir das anzuhören. So. Before you go, it would be an honor for me to brief you on your next fight. Sayu. May I? I'd love to hear your intel, Cliff. What do you have for us? Right. Akusaka will be your next stop. I hope you're up to date with the digital space, because Sayu has been making waves there as an idol. Wait, that photo. I've seen her on the billboards, with her squeaky voice and music. Ah, the digital idol. She's really popular with the younger kids. Did you say digital? So, she's not even real? And hi, Buddha. Charts? NSR signs on anyone who has the fame to benefit them. But you two can make a difference. Just to be clear, we're fighting a fictional character, right? Yes. Sayu will be tricky to get close to, considering her form. But behind every creation is a creator. And this applies to Sayu, too. And that's how we'll beat her.
Take these and head to Akusuka when you're ready. They'll get you to where Sayu is. Remember, she is not constrained by real-world logic, so be prepared for anything. Alrighty. Good luck. Du kannst jetzt die Untergrund-Konzertbühne suchst, Werkstatt und den Lagerraum betreten. Okay. Hi Bruder, wie war Arbeit? Erzähl mir. So. By the way, can't help but notice that poster you have up there. Yes, Cool Fira, the legend, the one and only. Oh, Cliff, you just opened a can of worms. The band she started, the Ghoulings, was way ahead of its time. Nobody took rock seriously until they came along. They trailblazed to stardom and immediately took Vinyl City by storm. Oh, man. Sometimes I wish I was born earlier. Oh, hang on. You would have been old enough to see them during their prime. Were you in Vinyl City back then? Yep. Please tell me you went to their gigs. I did. Wow! You got to see the Ghoulings live? I'm so jelly. So jelly. Tell me, what was Cool Fira like? What was she like? She got the jeans. She's got the sunglasses. She's got the flaming hair. She's got the looks, the spunk. She had them all. That girl was rocking it, I tell you. Shook the stage like she absolutely owned it. She didn't need to change. She was flawless. Oh, Cliff, you're my new favorite guy. Such a shame that the Ghoulings got disbanded and Cool Fira faded into obscurity shortly after. She deserves better. She does deserve better. And you know what, Cliff? That's where you come in. You supported the Ghoulings back then. Now we need you to bring that same energy to our fight. Oh, that's the plan, young lady. We're gonna smack Tatiana to the side and reignite Cool Fira's legacy once and for all. Yes! Oh, sehr anstrengend, kann ich mir gut vorstellen. Vor allem bei der Hitze. Bei uns ist es richtig warm gerade. Ich hoffe, dir geht's relativ gut. Mehr Power. Ein Suchswerk kannst du. Ja. Aufgeregt ist ein passiver Verstärker. Ja, das wissen wir schon. Mods sind Spezialtechniken, die durch das Besiegen von NSI-Quests erhältst. Du kannst mit dir als einem Mod belegen. Okay. Meldest spezielle Moves sind gerade heraus, wer. Suchst stark zu kommen und die effektiv sein. Spezielle Moves. Okay. Du kannst die Energie das wieder auffüllen, indem du die angreifst. Okay, sehr gut. Aber ja, ich habe zum Glück ja Urlaub, was sich sehr gut anfühlt. So, sehr gut. Aufkleber, wir geben. Na, wir geben Mayday. Das hier. Und gewährt Mayday so Immunität gegen alle Angriffe. So. Was? In Kämpfen werden weder Ränge noch Fans gewonnen? Nee, dann machen wir es mal weg. Nee, entfernen, okay. Das geht. Okay, ich hab das letzte übersehen. So, perfekt. Mods. Dann gucken wir mal bei Mods. Mayday. Angriff vom Mars. Okay, was macht Zug? Der hat ja nur einen Buff, glaube ich, ne? Nee, Mayday, wir sind für Schaden. Mayday hat den ganzen Schaden, du. Aber ja, was hast du heute sonst so vor, Buddha? Gitarrenkoffer. Das sieht cool aus. Boah, das sieht ziemlich gut aus. Tatianas? Ist es Tatiana? Ich habe keine Ahnung. Aber das mag ich eher. Das lassen wir so. Nein. So, Mods. Mayday ist das auf LT. Gut. Wohnung sauber machen und aufräumen. Bin gerade schon dabei nebenbei. Ah, sehr gut. Gut zu wissen. Lagerraum.
Du willst mit einem Alligator spielen? Dann geh in den Lagerraum, denn dort findest du Ellie, Maydays und Zooks Haustier. Oh, füttern. Süß. Sehr gut. Gut zu wissen, dass du dann schon mal arbeitest. So, wir haben jetzt alles gemacht. Untergrundkonzertbühne. Stufe deinen Charakter auf der Untergrundkonzertbühne hoch. Schalte verschiedene Fähigkeiten für Mayday, Zook oder beide frei. Rip me. Morgen habe ich ja wieder Bereitschaft und übermorgen auch. Hä? War es nicht so, dass du nur 5-mal pro Monat das hast? Du hast gefühlt nur noch Bereitschaft. Hat es nicht erst letzte Woche schon Bereitschaft? Fähigkeiten sind da auf. Ja. Das Freischalten unter Fähigkeitenverbrauch Fanmacht. Sieh dir die Fanmachtleiste oben rechts an, um zu sehen, ob du über genug zum Freischalten der Fähigkeiten fügst. Fans, Total Fans. Okay. Durch das Besiegen von. Ja. Fähigkeitenbaum, Bunkback Junction. Man hat einen Fähigkeitenbaum. Okay. Doppelsprünge. So, was ist das hier? Du erhältst einmal pro Kampf beim Allein-Tötungsschaden die Hälfte der Gesellschaft. Oh, okay. Ich hätte eigentlich das nehmen sollen. Egal. Okay. Na dann. Gut zu wissen. Dann gehen wir direkt hier raus und gehen ins nächste Gebiet. Dann gehen wir einfach mal dahin. Ich habe überlegt, wenn ich gleich später joggen gehe, ob ich... Hallöchen, Cliff hier. Es ist mir eine Freude, euch auf eurer Reise zum Blablabla. Ich werde euch unterwegs einige wichtige Hinweise geben. Also, ja. Oh, guck mal. Zug, schau mal her. Hey, sind das wir? Ja, natürlich. Jemand muss das gemacht haben, nachdem er uns im Fernsehen gesehen hat. Oh, das ist fantastisch. Wir haben wirklich tolle Fanzug. Ich möchte sie alle umarmen. Oh, wie auch immer, lass uns... Oh, warte. Ich will erst ein Foto von dem Graffiti machen. Ich werde es an meinem Gitarrenkoffer anbringen und immer bei mir tragen. Graffiti... Okay. Das ist schön. Was ist mit dem NSR-Graffiti da drüben? Willst du das auch auf deinem Koffer haben? Hä? Lol. Okay, dann gucken wir mal hier. Ah, wir müssen einfach nur nah dran gehen. Sehr gut. Jetzt haben wir den Doppelsprung, kommen an viel weitere Orte dran. Ihr wisst schon. Bam. Energie. Wir brauchen ja auch die ganzen Fans. Oh. Roulette. Ah, wie cool. Tuscha. Immer schön hier als untersuchen, ne? Man weiß ja nie, was wir übersehen könnten. So, Level 1. Guck mal. Oh, wir kriegen schon die ganzen Fans. Keine Ahnung, was das ist. Ich könnte aber locker rüberspringen, wenn ich ehrlich bin, ne? Aber ja, ich glaube, sonst ist hier nichts mehr. So, aber... Bruder, wie viele Bereitschaftsdienste hast du denn noch, Alter? Bam. Sehr gut. Nahkampfschaden wieder. Sehr schön. Sehr schön. Immer schön nah an die Graffitis. So, haben wir noch was, was wir freischalten können? Ich weiß nicht. Graffiti hier. So, wir machen hier alles Schritt für Schritt frei. Ich mache ja alles sehr Schritt für Schritt. So, einen Moment. So, gucken wir weiter. Wir kommen hier hoch. Krass. Aufs Dach kommen wir aber nicht. Man hat hier eine Grenze. Aber wir kommen hier hoch. Das ist schon mal cool zu wissen. Doppelsprung ist halt echt nützlich. So, gehe zu Kuda Kuda Stream Hub. Okay, ich verstehe. Sorry, ich bin gerade nebenbei am Aufräumen und Sorgen, deshalb kann ich wirklich nicht antworten, aber ich habe normalerweise nur 5 Dienste, aber weil so viele Krankheitsausfälle sind, muss ich decken. Ich hoffe, du wirst aber auch dafür bezahlt, ne? Also, extra belohnt, so meine ich das. Bezahlt wirst du ja so oder so, aber ich hoffentlich dann auch extra
Belohnungen, weil das ist schon zu viel, du. Du bist mit deiner Vorstellung nicht zufrieden? Kein Problem, du kannst auf der Leiter nach unten klettern und das Konzert erneut kapern. Erreiche einen besseren Rang und gewinne mehr Fans dazu. Sprich mit Joy vor der Konzerthalle, wenn du in der Nähe bist. Er bietet dir neue Herausforderungsmodi, falls du den Kampf zu einfach fandest. Das ist ebenfalls die Gelegenheit, den gesamten Bosskampf zur Melodie deines Lieblingsliedes noch einmal zu spielen, ohne dass die Musik in ein anderes Genre wechselt. Na dann. So, guck mal, hier haben wir... Ne? Nehmen wir alles hier mit. So, ist hier was? Hier ist eine Sackgasse. Aber hier können wir erstmal das hier freischalten. Wir brauchen Strom. Malzdrum. Okay. Sehr gut. Oh, die ganzen... Ne? Sehr gut. Oh, was ist das? Untersuchen. Ferngesteuerte Drohnen. Das sieht nicht ganz richtig aus. Ich wette, das können wir billig kaufen und selbst reparieren. Aber Zug hat mir schon gesagt, dass ich aufhören soll, Müll zu sammeln. Oh. Okay. Ich hätte sie aber gerne gehabt. Nice. Umwandlungsgeschwindigkeit. Okay. Guck dir das mal an. Unglaublich schön. Und was ist das? Keine Ahnung, aber... Nice, mehr Fans. Wir brauchen mehr Fans. Wir haben schon 1244 wieder. Combo-Finisher. Sehr gut. Und was ist dies? Level 3. Okay. Und was ist das? Untersuchen. Mr. Dodo Eis am Stiefverpackung. Igitt, wer wirft denn hier seinen Müll überall hin? Sie sind vielleicht berühmt, aber Hygiene ist unter aller Sau. Hm, in der Tat. Der in der Tat. So, alles hier fotografieren. Können wir hier runterfallen? Nee. Gut zu wissen. So, dann haben wir hier alles untersucht. 75, wir haben 28. Okay, wir brauchen mehr. Wie zum Beispiel hier. Sehr schön. Und dann noch ein Dreier. Oh. Komm, fuck it. Wir machen hier Lichter an. Wir wollen die ganzen Fans hier mitgehen lassen. Level 1. Können wir noch nichts machen. Okay, kein Problem. Kein Problem. Ich kann nicht mehr reden. Hier kriegen wir auch was. Gesundheit. Sehr schön. Da brauchen wir ein bisschen mehr. Hier. Herabspringen. Auf den nächsten Kampf. Oh! Ja, yeah, solved energy problem, ich merke schon. Untersuchen. Es war unmöglich, diese Empfehlung zu finden. Es gab immer unheimlich lange Lieferzeiten für die Konzerthallen. Ich habe sie vermisst. Ich verstehe. Okay, das ist eine Werbung. Keine. Ne, keine Graffitis. Kann ich hier rüber? Ja, kann ich. Gönnen wir uns ja alles. Guck dir mal an. Ullala. Sehr viele Graffitis. So. Und dann auf die andere Seite. Da gibt es doch bestimmt auch etwas. Der Doppelsprung macht uns einiges. Gut. Alter. So angenehm. Mit Doppelsprung. So, wir haben jetzt 58. Wir haben jetzt aber gleich mehr. Na, warte. Nee. Level 2. Guck mal, wie viel Graffiti hier ist. Ach du Scheiße, du. So, untersuchen, aber bringt ja nichts. Ich glaube, ihr könnt euch selber durchlesen. So, uiuiui. Sehr gut, 70. Oh, die ganzen Sticker sind so cool. Oder die ganzen Artworks. So, okay. Jetzt können wir weiter. Gib mir alles. Daphne. Daphne und John, Tristan. Interesting that they use music in this way. Das war's? Okay. Whatever is this for? Maybe you should have gotten a guide. Okay, keine Ahnung. Naja, egal. Captain Torpedo. Captain Z.
is a gift to the world. Oh, I agree. I love going to the beach and catch seahorses. Don't take Mayday too seriously. I doubt she could even catch slow-moving turtles. Preposterous! Why, my ancestors, all fishermen before me, were just like you. Oblivious that their actions were destroying the sea's ecosystem. And to think that I, Captain Torpedo, was the same, until I discovered my savior, Sayu. Oh, how melodious her voice is, stirring the depths of my soul to wake me from the error of my ways. Aha, ich verstehe. Oh, die Musik, hör das Spiel mal an. Oh, Junge. Lieber das Spiel mit sehr guter Musik. So, dann springen wir hier runter zu Sayu, ne? Kapern, los geht's. Huch. Ihr sollt wissen, dass es nicht leicht sein wird, zu einem NSR-Künstler zu gelangen. Sie werden schwer bewacht, also müsst ihr zuerst ihre Sicherheitsvorkehrungen überwinden. Okay. So, was ist das? Ah, das ist wie eine von den Musikgeneratoren. Aktiviert ihn mit eurer Musik und durchbricht das Sicherheitsglas. Okay. Sehr gut. Boah. Los geht's. Bam. Sehr schön. Bam, Junge, weg mit dir. Wir gönnen uns hier alles mal alles. Kamera kann ich nicht drehen, aber egal. Security Level 1. Los geht's. Nehmen wir alles natürlich mit. Bam. Sehr schön. Bumm. Einmal hatte ich auch und dann springen. Oh fuck, ich dachte, er springt. Oh scheiße, ich Idiot. Sehr gut. Oh, die Musik. Oh, okay. Sehr gut, ne? Level 2. Opa. Bam. Wir machen übelst viel Schaden, du. Oh fuck, ich hab falsch das gedrückt. Na egal, los geht's. Komm, schieß. Oh fuck, schieß. Mann. Ah, nice, könnte mich heilen. Okay. Wir weichen dann aus. Marie ist nicht so meine Stärke, wie ihr sehen könnt. So. Immer schön überall gucken, ob wir was finden. Ja. Security Level 3. Hoppa. Na. Und los. Bam, Junge. Nein. Bam, Junge. Einmal. Wir machen mal die hintere Linie fertig. Bam, Junge. Oh, ich geb dir erstmal eine Backpfeife, du. Unerhört. Oh, fuck. Falsche Taste. Oh, fuck. So. Okay, sonst ist hier nichts, ne? Doch da oben. Sehr viel sogar. Sehr gut. Und Level 4. Hoppa. Bam. Einmal. Bam. Zweimal. Warte. Immer schön überprüfen, ob wir was hier finden, ne? Ne, finden wir nicht. Boom. Bam, Junge, weg mit dir. Okay, wir nehmen die linke und dann die rechte. Können wir auch nicht anders, merke ich gerade. So. So, Fernkämpfer. Sehr schön, einmal. Bam. Sehr gut. Wir warten noch. Ich mag hier einen Hüpfschwung, der ist richtig im Rhythmus. Das ist richtig süß. So, los geht's. Bam. Oh fuck, ich sterbe. Oder nicht. Und Level 5. Hoppa. Wie viele Level hat das denn hier? Sehr gut. Hoppa. Ey, yo, was?
Oh, die. Aufpassen. Bam. Oh, Backpfeife kannst du dir sonst wohin stecken, du. Nein. So, sehr gut. Nichts übersehen, nichts übersehen. Alles mitnehmen, was wir nehmen können. Da, siehst du. Boom. So. Na, alles kaputt machen. Sehr schön. Trinken wir mal. Und essen wir mal. Sehr gut. Wie kommen wir jetzt rüber? Oh, was? Ne? Und jawohl. Level 6. Bah. Los geht's. Level 7 sehe ich auch schon mit der Grund. Schnell kaputt machen. Sehr gut. Bam. Komm, rüber. Oh, fuck. Oh, ich sterbe fast. Aufpassen. Nice. Hinter mir war was. Da. Sehr gut. Und bam. Dann noch den linken hier. Sprung. Weg mit dir. Haha. Oh fuck. Oh, ich sterbe fast. Und bam, Junge, rüber. Junge, es gibt sehr viel, wie ich sehe. Ey, yo, what? Das wird so unschwer. So. Ne, die Hintergrund kaputt machen natürlich erstmal. So, sehr gut. Und dann den rechten. Oh, fuck. Den rechten noch. Braucht definitiv wieder was zu essen, du. Sehr gut. Oh. Oh. Sehr schön. Bist du rübergekommen? Und bam. Direkt hier abrocken. Und los. Bam. Level 9. Ich glaube, bei Level 10 sind wir dann, ne? Na. Boah, das war knapp. Nein. Vorsicht ist geboten. Ich gehe mal die hinteren erstmal kaputt machen. NSR. Harr. So. Da. Easy. Ich will mal gleich probieren. Sehr gut. Gut gemacht. Leute, wie es aussieht, sind alle Drohnen erledigt. Sehr gut. Was trinken wieder? Sehr gut, aber nichts zu essen. Scheiße. Zerschlagst du, macht euch bereit, Sayo gegenüber zu treten. Okay. Hiernach kommt Sayo wahrscheinlich. Scheiße. Ja. Alles hier mitgehen lassen. Ich bin aber sehr low gerade. Na dann. So, los geht's. Alter. Wie entspannt. Ich hätte aber gerne mich noch geheilt, um ehrlich zu sein. Cutscene. Wow. What a dreamy place. Oh my. Welcome, friends. Are you here to receive the sweet honey bubbles of my angelic voice? What? Sweet honey bubbles? No way. We're here to bring Rock back to Vinyl City and... Wait, this is ridiculous. I can't believe I'm talking to this thing. She's not even real. Shh, May, don't say the R word. It's a very taboo subject in this district. The R word? You mean real? Look at her, Zook! She's not real! But I am real! As real as your love for each other. Wait, what? Whoa, hold on. I can see it in your eyes. Your hearts are pounding like the beating drums of the ocean. Ba-bum, ba-bum. Ba-bum? It means follow your heart, Zook. There are many factors to consider, so I... Hey, we're here to fight, all right? Zook, snap out of it, and you're still not real. Less talk, more rock. You're so mean. How could you not? Seriously, look at me. Seems like I have no choice but to defeat you.
Oh Gott. Aber die Musik ballert. Sayu! Los geht's. Wir rennen direkt auf sie los. Okay, wir sind full live. Oh, was passiert hier? Was passiert, wenn wir hier drauf sind? Okay, da kriegen wir einen Angriff. Okay, wir gehen jetzt zu ihr nah dran. Oh Gott. Was? Sind das die Leute dahinter? Das ist so cool, ne? Oh, Gegner. Nice, wir haben es noch rechtzeitig besiegen können. Was passiert? Was ist das? Ich verstehe jetzt gar nicht, was es ist. Okay, ich gehe einfach durch. Los geht's. Okay, wir müssen, glaube ich, erstmal hier hinterher. Boah. Boah, Junge. Wir gehen jetzt einfach die ganze Zeit durch, wie es scheint. Ich jag sie mal die ganze Zeit. Oh? Oh. Wo bist du? Oh. Der Kämpfer wahrscheinlich. Sing and dance with me, okay? One, two, three, four. Oh, sie greift an. May. What's happening to me? Süß. Oh. Nein! Sehr gut. Ich wollte das mitgehen lassen. Okay, wir gehen mal das hier. Ey, yo, was? Los geht's. Okay, das müssen wir machen irgendwie. Ich habe keine Ahnung, was genau. Oh, fuck. Was ist das hier? Sehr gut. Sehr gut, und jetzt? Ach, das muss ich jetzt zerstören, okay. Let's go! Und rüber wieder zurück. Ich verstehe es ein bisschen jetzt. Wow. What are you doing? Und rüber. Schnell, bevor du schießt. Ich muss das Spiel ein bisschen leiser machen, glaube ich. Ey, yo, chill. Sehr gut. Und einmal. Schnell rüber und schnell anfangen. Sehr gut. Bam, Junge. Jetzt können wir es attackieren. Sehr gut. Und rüber. Mach mal ein bisschen leiser schon mal. So, und dann draufschlagen. Bam, Junge. Sayu. Sayu. Sehr gut. Jetzt kommt die vierte Version gleich. Ganz rechts. Programmierer wahrscheinlich, ne? Oder Animator. Okay, und dann rüber. Los geht's. Wow. Huch, was? Oh. Stop running away, Sayu! Aren't these ones and zeros wonderful? Through them, I can link my feelings with all my fans around the world. Everyone, are you ready? Damn, Alter. Wir kriegen es noch kaputt, sehr gut. Oh, ausweichen, ausweichen. Okay, dann gehen wir direkt hier rüber. Los geht's. Oh, ich will eigentlich gar nicht reden. Ich will einfach nur der Musik lauschen. Die ist sehr gut.
Oh, aufpassen. Fuck. Oh. Wow. Sehr gut. Und los geht's. Einmal. Oh, ausweichen. Scheiße, getroffen. Nochmal getroffen. Sehr gut. Schnell. Sehr gut. Und drauf halten. Ausweichen eher. Los geht's jetzt drauf, Alter. Einer schon mal kaputt. Sehr gut. Oh, fuck. Junge, die rastet ja komplett aus jetzt gerade. Los geht's, rüber. Alter, das ist ja Psycho. Sehr gut. Dann hier rechts lang. Bam. Oh, ich bin gerade echt gehypt. Die Musik ist sehr gut. Oh, fuck. Ich will das hier haben. Ja, irgendwas zu trinken. Hätte jetzt nicht so gelohnt. Ich habe vielleicht gar nicht mehr reden. Hat sich jetzt nicht so sehr gelohnt, aber egal. So, los. Sehr gut. Dann das ist kaputt und dann? Na, komm schon. Oh, fuck. Scheiße, unschön hier. Und schieß. Sehr gut. Und das ist auch kaputt. Jetzt nur noch das in der Mitte. Und komplett zurück. Los. Oh, da ist was. Sehr gut. Hier, los. Zurück. Bevor sie losschießt. Da schießt sie schon. Oh, die ist komplett verschwunden. Weil sie dort ist. Okay. Wow. Das war knapp. Ich dachte, sie wäre für Frieden. Die geht ja komplett gerade ab. Please take me seriously. Fuck. Falsche Taste. Na. Fuck, komm schon. Sehr gut. Let's go, let's go. Die ist eine riesige Scheiße. Sehr gut. Und draufhalten. Los geht's. Jetzt haben wir auch die Barriere hier endlich kaputt. Und dann komplett zurück. Und? Attackier die Scheiße. Please take me seriously. Nee. Wir ballern hier gerade sehr gut durch. K.O. Oh, die kloppen sich. Oh, okay. Let's go. Schnell, ihr müsst eure Schritte zurückverfolgen. Wie zurückverfolgen? Oh, so zurück. Okay, na dann. Fuck. Schnell. Zurück. Nein. Sehr gut. Und zurück. Opa. Junge, die Musik ballert. Oh, fuck. Schnell rüber. Oh, scheiße, wurde getroffen. Los. Huch. Bin ich überhaupt richtig? Ach, nee, da rechts sehe ich's. Schnell rüber. Los. Let's go. Oh, Junge, die rastet komplett aus. Schnell. Jawohl. Oh, wir heben ab. Mit der Maus sogar, wie cool. Oh oh. Wir haben einen Plan. Oh oh, funktioniert nicht. Doch, scheiße.
What the fuck? What the fuck? What is this? What happened to my what the fuck? Los, draufballern. Puh. Na. Nice. Draufhalten, draufhalten. Oh Gott, wir müssen aufpassen. Schnell rüber. Oh, what? Ich hab's gar nicht kommen sehen. Sehr gut. Oh, haben sie sich gerade pariert? Ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben. Na? Sehr gut. Ausgewichen. Oh, fuck. Scheiße, das wird ein schwerer Kampf. Puh. Alter, Junge, ich sehe auch gar nichts. Woher die Kugel kommt? Ich guck die ganze Zeit nur unten nach. Ne? Nice, sehr gut. Das war knapp. Oh oh. Was? Das hat doch gerade. Oh. Nein! Oh, das war knapp. Schnell. Nein. Meine Güte, chill doch mal. Was? Das hat doch getroffen, okay. Los. Oh, scheiße, ich laufe gegen alles gegen. Nice, eins schon mal kaputt. Oh, wow, das war knapp. Wir haben schon mal zwei kaputt sogar, sehe ich gerade. Oh, nice. Los geht's, draufhalten. Bam. Nein. Bam, Junge. Sehr gut. Einmal kaputt. Oh, scheiße. Und nochmal kaputt. Oh, nicht ganz, okay. Nice, los geht's. Draufhalten. Wir haben's fast, wir haben's fast. Sehr gut. Los, sehr schön. Und Showstopper. Okay, let's just get rid of this thing. Green light. Nice. Oh, das war cool. Das war sehr cool. Why, that door sure looks inviting. Shall we then? Bunkbit Junction on the bridge! You guys are quite a talented bunch. But there are bigger things at play here, and you kids shouldn't get involved. Stay in school, do your homework, and most importantly, don't ever turn Sayu into that thing again. Come on, May. Let's go home. All right. Sayonara! Nice. Das Spiel bockt schon richtig. Nice. Wir haben noch einige Fans, ne? Best. B, sehr gut. Wow. Nice, 3000 Fans. Neuer Rekord. Jetzt kriegen wir die ganzen Sachen hier natürlich. Drei Zack des Neptuns. Yeah.
Die Artworks sind echt gut, ne? So gut. Nice. Once again, the group known as Bunkbed Junction has hijacked yet another concert. Even the cute and bubbly Sayu was not spared from their plan for total dominance. We managed to get hold of these two elusive rockers while they were cowardly fleeing from the scene at Akusuka last night. Mayday, Zook, why are you hijacking NSR's concerts? Huh? Wait, are you guys from the news? Am I on TV right now? Yes, a lot of people are distressed by your reckless behaviors. Do you have any remorse for your actions? Wow, I am on TV! Great. You owe me a TV, Tatiana. I don't even know why you put your TV in my office in the first place. Anyway, we need to fix this right now. Bring me the Horn of Mending. The Horn of Mending? Please do not tell me you are thinking of asking for that guy's assistance. Desperate times calls for desperate measures. We'll lose more than just the district if we don't act immediately. Now bring it. Alamak, aku kena seru lah. TK West on the way. Yahoo! Well, well, well. Akhirnya kau tiup juga horn tu. Nice to see you too, TK West. Sama. And hello, miss. Aku masih ingat lagi dirimu. I am going to check if the editors downstairs need my input. Jumpa lagi, cik adik. Gross. Alright. Aku sini. Kau boleh mula bila-bila masa. I take it you're unaware of the events that have transpired within Vinyl City in the past few days? Tak tahu, tak kisah. I thought so. A band called Bunkbed Junction has been slowly claiming out districts. They're now moving up to... Jom! Tatiana, si manis. Aku bukan kat sini nak celoteh pasal politik Vinyl City, okey? Aku sini nak dengar kau minta maaf je. Come on, I don't have all day ni. Mm-hmm. Did I mention that one of the members of this band is a drummer named Zook? Thought that might be of interest to you. Oh, kau kata Zook? Oh, ho, 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 ho. Interessant. Bei Zook geht der, ne, steil. Vinyl City Top Charts. Wir sind jetzt Vierter. Wir haben noch drei weitere, aber ich schätze mal fünf weitere zusammen mit dem Typen hier und Tatiana. Nice. Aber ich mache jetzt mal eine Pause, weil ich jetzt Sport mache. Aber ja, es macht Spaß, es macht Spaß. Und wir sehen uns dann heute Abend wieder nochmal, ne? Also dann vielen Dank und ciao, ciao.